In diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und wenn du noch mehr Burlesque mit mir tanzen möchtest, dann schau auch gerne mal in die Videobeschreibung. Da findest du einige Informationen. Genau, und in diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Wenn du keine Federboa hast, dann nimm gerne einen langen Schal oder ein Tuch und stell dir dabei vor, dass es die schönste Federboa ist. Genau, und die Tanzkombination tanze ich dir zuerst einmal vor. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Und ganz am Schluss tanzen wir beide gemeinsam mit Musik. Los geht es! Okay, jetzt tanze ich dir die kleine Kombination zuerst einmal vor. Dann fangen wir an und wir stellen uns dazu in eine elegante Grundpose. Ja? Das heißt, die Füße sind zusammen, oder ich mache es nochmal, die Füße zusammen. Jetzt drehst du deine Fußspitzen 45 Grad nach außen, dass sie diagonal in die Ecke des Zimmers zeigen. Du stellst den äußeren Fuß, also das heißt der Fuß, der zum Publikum zeigt, einmal auf. Dein Knie bedeckt dein anderes Knie. Ja, also mach nicht sowas hier, sondern das hier. Du hast hier eine schöne Kurve. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Das heißt, du sackst hier nicht so in dich zusammen, sondern du richtest dich auf, lässt aus deinem Dekolleté die Sonne scheinen. Du lächelst und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und jetzt nimmst du die Federboa geschlossen vor deinen Körper. Ja, das heißt, du machst jetzt hier so einmal zu und versteckst dich so ein bisschen hinter der Federboa. Und damit die Federboa hier nicht runterrutscht, nimmst du auch deine Ellenbogen hier so nach oben. Ja, genau. Und jetzt öffnen wir die Federboa. Und zwar nicht gleich mit einmal, sondern wir wollen jetzt hier ein bisschen spielen und Spannung erzeugen und ja, die Leute neugierig machen. Und dazu öffnen wir jetzt zuerst die Federboa zur einen Seite. Ja, es geht los mit links, linke Seite auf, hinterher schauen, ein bisschen hier neckisch mit der Schulter spielen. Dann machst du die Federboa wieder zu und öffnest sie zur rechten Seite. Das gleiche jetzt nochmal. Auf, hinterher schauen, ein bisschen mit der Schulter und Federboa wieder zu. Und jetzt öffnen wir die Federboa gleichzeitig zu beiden Seiten. Ja, und macht es hier so richtig mit Stolz, mit Genuss. Ja, macht es wirklich so ganz für dich und genieße hier so diese schöne, wuschelweiche Federboa. Ja, und komm auch so für dich ganz bei dir an. Ja, und genieß das einfach mal so in deinem Körper, wie sich das anfühlt, so zu tanzen, weil wir leider im Alltag immer viel zu kopflastig unterwegs sind. Ja, wir hetzen hier immer von einem Termin zum anderen, ärgern uns über die Arbeit oder über den Stau, in dem wir heute gestanden haben oder so. Ja, und sind einfach immer so im Kopf unterwegs und verlieren so den Kontakt zum Körper. Und hier auf meinem YouTube-Kanal mit diesen kleinen Tanzchoreografien, die ich hier so mit dir tanze, möchte ich einfach, ja, dass du wieder so zu dir findest, in deinen Körper hinein, zu deiner Sinnlichkeit, zu deiner Weiblichkeit. Genau. Und jetzt machen wir weiter mit unserer Federboa. Wir haben sie jetzt so hier geöffnet. Und machen anschließend die sogenannten Grinds. Das heißt, wir
malen mit der Hüfte eine 8. Die Grinds sind so diese geschmeidig, weich fließende Hüft-8 und ziehen dabei unsere Federboa so von Seite zu Seite. Und die Federboa betont jetzt hier nochmal richtig schön diese weiche Bewegung. Also versucht das so wirklich so in einem Fluss, diese schöne Hüftbewegung der Grinds und diese Federboa, dass das so wirklich so eine geschmeidige Sache ist. Und mach das hier so lange du möchtest, so wie es für dich zu deiner Musik passt. Wenn du nicht weißt, wozu du das tanzen sollst, habe ich dir unter diesem Video eine Spotify-Playlist verlinkt. Da findest du richtig gute Burlesque-Musik, die ich hier leider nicht verwenden darf, aus musikrechtlichen Gründen. Okay, dann waren das die Grinds. Als nächstes laufen wir 3 Schritte nach vorne. Ganz einfach, 1, 2, 3 Schritte. Und wir kommen wieder in derselben eleganten Pose an, wie wir hier auch am Anfang schon standen. Ja, also immer schön elegant. Und jetzt wirbeln wir die Enden der Federboa. Lächeln. Und machen eine schöne Schlusspose. Okay, sehr schön. Jetzt tanzen wir das Ganze noch einmal mit Musik. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann schau nochmal in die Videobeschreibung. Da findest du noch mehr Informationen, wie du weiter mit mir tanzen kannst. Okay, dann Musik an und nochmal.